Ravenclaw! Special Patronum! Pesky! Harry! Wait! I need to talk to you! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Franzi und heute geht es weiter mit einem tollen Make-up-Video. Heute kommen wir schon zu Part Nummer 3 meiner Hogwarts-Serie. Heute möchte ich mit euch das Thema Ravenclaw angehen. Das heißt, wir schminken heute ein passendes Make-up zu dem Haus Ravenclaw. Zwei Videos gibt es schon davon. Ich werde euch gerne die Videos hier unten nochmal mit rein verlinken, beziehungsweise das letzte Video packe ich euch hier oben nochmal mit rein, wer sich das also gerne nochmal mit anschauen möchte. Gryffindor und Slytherin habe ich schon geschminkt und heute geht es wie gesagt weiter mit Ravenclaw. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen, lasst mir nachher gerne noch einen Daumen nach oben da und ich freue mich auch auf eure Kommentare. Für meine Grundierung verwende ich wieder einmal meinen Foundation Stick. Den verwende ich einfach am liebsten, denn der geht super einfach aufzutragen und wird dann ganz einfach mit einem Pinsel eingearbeitet. Ein kleiner Trick von mir, sprüht ein wenig Gesichtswasser auf eure Haut, also nicht auf den Pinsel, und dann wird das Ganze einfach eingearbeitet und das geht wesentlich einfacher. Eure Haut wird also zusätzlich noch erfrischt und vor allen Dingen auch beruhigt. Schritt Nummer 2 ist das Augenbrauen nachziehen. Hierfür kann man entweder einen Augenbrauenstift oder in meinem Fall ein Augenbrauenpuder verwenden. Als nächstes werden meine Augenbrauen und natürlich auch meine Haut mattiert und mit meinem Settingpuder wird zusätzlich das Make-up fixiert und somit hat mein Make-up einen viel längeren Halt. Dann natürlich noch die Augenbrauen schön in Form bürsten und so sehen die Augenbrauen richtig schön natürlich aus und vor allen Dingen auch richtig toll gepflegt. Los geht es mit meinem ersten Lidschatten und ich habe mich für einen Blauton entschieden, denn das soll ja auch zu Ravenclaw passen. Und hier habe ich das bewegliche Augenlid einmal komplett mitgeschminkt. Der zweite Lidschatten ist ein Schimmerton und der wird oberhalb des blauen Lidschattens noch mit aufgetragen. Zum besseren Einarbeiten eignet sich ein Pinsel zum Verblenden am besten. Und der Schimmerlidschatten wird auch unterhalb vom Auge ein wenig aufgetragen. Nun geht es weiter mit einem silberblauen Kajalstift und der wird unterhalb vom Auge aufgetragen und ich erwähne es noch einmal, ganz wichtig, unterhalb der Wasserlinie arbeiten. Passend zu dem Thema Ravenclaw, auf Deutsch Rabenklaue oder Rabenkralle, trage ich jetzt noch einen schwarzen Eyeliner auf und das soll sozusagen den schwarzen Raben symbolisieren. Meinen Eyeliner trage ich nicht bis ganz nach vorne auf, sondern fange in der Mitte an und ziehe den Strich bis nach hinten. Auf meine Wimpern trage ich zuerst den Wimpernprimer für einen langen Halt. Im Anschluss kommen wir zum Mascara Nummer 1 und Mascara Nummer 2 ist der Twisted Mascara, der für ganz viel Länge sorgt. Das Besondere an dem Twisted Mascara ist, dass er zwei Bürstchen hat, ein breites Bürstchen, um die Wimpern zu definieren und ein schmales Bürstchen, um für Länge zu sorgen. Und so sieht nun das Ergebnis von meinem ersten Auge aus. Und mit ein bisschen Magie zaubern wir das Ganze noch auf das zweite Auge.
Weiter geht es mit ein wenig Highlighter. Den trage ich unterhalb vom Auge auf, um meine Augen noch ein wenig mehr zu betonen. Auf der Nasenspitze, auf dem Kinn und ein wenig auch auf der Stirn. Auch die Lippen bekommen natürlich noch Farbe ab. Hierfür habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Und zwar verwende ich einen blauen Lippenstift. Und in Kombination mit einem hellen Lippenstift ergibt das nochmal einen richtig tollen Farbeffekt. Und natürlich darf gleich zum Schluss noch ein wenig Glitzer nicht fehlen. Durch das Glitzer wirkt das gesamte Make-up einfach noch viel magischer und ich finde auch mystischer. Fertig ist mein Make-up und ich denke, so passe ich doch perfekt in das Haus Ravenclaw, oder? Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Das ist das fertige Make-up und ich finde, dieses Make-up ist irgendwie wirklich ganz besonders geworden, denn ich weiß auch gar nicht, in welches Haus ich mich einsortieren würde, wenn ich mich jetzt entscheiden dürfte in Hogwarts. Ich glaube, ich würde dann wirklich Gryffindor oder Ravenclaw wählen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches Harry Potter Haus ihr seid oder wo ihr denkt, wo ihr euch einsortieren würdet. Ein Haus wird natürlich noch folgen und zwar Hufflepuff, das kommt natürlich auch noch zum Schluss dran. Und mir gefällt dieses Make-up hier auf jeden Fall sehr gut. Die Lippen, das ist natürlich eine Geschmackssache, ist natürlich jetzt sehr extrem. So würde ich natürlich auch nicht unbedingt außer Haus gehen. Aber für einen besonderen Anlass ist das, denke ich, schon eine schöne Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag.